Dieses Video wird unterstützt von OneFootball. Wer die App noch nicht hat, könnt ihr euch gerne kostenlos downloaden. Link ist natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Checkt gerne meinen Shop aus für die neuen Nice-Sachen und die Camouflage-Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis Autogrammkarte gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu. Also gerne abchecken. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht's weiter mit der BVB-Karriere, Leute. Beziehungsweise erstmal mit Belgien, Leute. Denn Länderspielpause sterben, Leute. Länderspielpause läuft nicht so gut gerade. Wir sind auf Platz 6 einfach. Absolut Krise. Heute geht's gegen Russland und gegen... Gute Frage, Alter. Gegen wen geht's noch, Alter? Russland und Polen, Alter. Wird nicht so leicht, Leute. Boah, Alter. Wir schauen mal, Leute. Was meint ihr, wer gewinnt? Hashtag Russland. Hashtag Belgien. Ich hoffe doch, Alter. Ich hoffe es doch, Alter. Lasst gerne ein Like da, Leute. Lasst gerne ein Abo da, ne? Falls ihr mich abonniert habt. Gerne kostenlos abonnieren. Wie noch aktivieren. Täglich einschalten, Leute. Ich würde mich sehr freuen. Macht die 1 Milliarde Likes gerade immer. Checkt auch gerne den Shop aus, in den Nice Designs. Hier ist es in Schwarz, in Weiß als T-Shirts, Pullover. Gibt es in Rot, Orange, Blau, Grün in den 4 Farben, Leute. Die neuen Designs in den 4 Farben. Alte Designs gibt es auch in den 4 Farben. Kissen, Tassen, Torbeule, nice. LED-Lampe haben wir noch am Start. Ja, Handyöl gibt es auch, Leute. Orange, Blau, Rot und Grün. Und gratis Autogrammkarte gibt es auch noch. Zur Bestellung dazu. Also, wer Lust hat, checkt es aus, mal. Ich würde mich freuen, Leute. Danke euch für euren Support, Leute. Dann wollen wir doch mal schauen, wie es gegen Russland auch mit Lukaku ist leider verletzt. Nicht so geil. Vor allem gerade in dieser Situation, Alter. Läuft nicht gut. Jetzt ist auch noch links verletzt. Lukaku, ey. Obwohl er bislang eh noch kein Tor für uns gemacht hat. Also von daher, naja. Wir schauen mal, ne? Machen wir erstmal hier mit Batshuayi weiter. Mal gucken. Vielleicht müsste auch bei jemand Formation umstehen. Ich weiß nicht, Alter. Vielleicht ist die Formation nicht so die richtige. Ich weiß es nicht, Alter. Dreierkette ist halt immer so ein bisschen anfällig. Boah, jetzt gegen Russland, Alter. Die sind auf Punkt gleich mit uns. Ey, wenn wir das jetzt verlieren. Ich schwör's uns, die werfen uns raus, Alter. Die werfen uns safe raus, Alter. Let's go. 3-1 war wichtiger Sieg, Alter. Let's go. Hazard trifft doppelt. Mertens trifft auch. Miranchuk hat noch auf Seiten von Russland getroffen. 3-1. Solide. Solide. Solider Sieg, Alter. Nice Sache, Mann. Boah, ohne Scheiß, ey. Da mussten wir drüber holen. Sonst wäre wirklich sehr kritisch geworden, Alter. Nice Sache. Okay, dann schauen wir mal. Jetzt gegen Polen muss natürlich auch der Sieg eingefahren werden, Alter. Gegen Polen, weil sonst war es eigentlich jetzt hier auch umsonst. Gegen Polen müssen wir auch gewinnen. Scheiße, Deutschland bislang alle Spiele gewonnen. Ich meine, wir müssen ja nur Zweiter werden. Erster wird jetzt wahrscheinlich sehr schwer. Deutschland ist schon 5 Punkte vor uns. Wir spielen nur noch einmal gegen Deutschland, weil wir haben ja schon vor 2 oder 3 Episoden, ich weiß nicht, gegen Deutschland gespielt. Oh, Bofunta wurde ausgeliehen. Nice, das ist fresh an West Bromwich für ein Jahr. Deswegen müssen wir mal gucken. Ja, jetzt gegen Polen ist auch wichtig, Alter. Weil Polen ist punktgleich mit uns. Ihr seht's. Norwegen und Dänemark, Alter. Dänemark nur 2 Punkte. Die sind eigentlich eine starke Mannschaft. Die haben gegen uns ja auch unentschieden gespielt. Da dachte ich eigentlich, dass die besser abschneiden. Ohne Witz. Aber bislang läuft noch nicht so, muss ich sagen. Bislang läuft noch gar nicht. Inaki Williams ist jetzt bei Arsenal. Stimmt, die haben sich ja geholt in der Sommerpause. Okay, dann wollen wir mal schauen gegen Polen. Wir werden wieder mit derselben Aufstellung spielen wie gerade, würde ich sagen. Ja, muss, Alter. Muss, lief gut gerade. Vielleicht läuft auch besser ohne Lukaku, Alter. Lukaku weg, Batshuayi drin. Hazard macht direkt einen Doppelpack, Alter. Von daher nicht verkehrt. Ey, Leute, jetzt mal ohne Scheiß. Unentschieden hätte ich auch genommen, aber wir können nicht 2-1 verlieren gegen Polen, Mann. Milik Zielinski, du weißt ja nicht mal, Lewandowski trifft, Alter. Hazard trifft wenigstens noch zum zwischenzeitlichen 1-1. Ey, das kann doch wieder nicht wahr sein. Ey, Scheiße, ey. Deutschland 1-0 gegen Norwegen gewonnen. Russland 1-0 gegen Dänemark, ey, das wird kritisch, ey, ich schwöre es euch. Das wird die kritischste Quali aller Zeiten, Mann. Das ist echt nicht so baba, ey. Wir gucken mal ganz kurz. Ey, Digga, so schlecht war ich noch nie. Ich meine, die ersten 2 kommen weiter, der dritte wird dann wahrscheinlich Quali spielen, so ist es zumindest in echt. Ich weiß nicht, ob das hier auch so ist, ich hoffe es mal. Ich habe ja immer mal davon gesprochen, ich weiß nicht, in welcher Karriere das war, ich habe immer davon gesprochen, dass ich eigentlich ganz gerne mal eine Quali spielen würde. Also Dritter werden, also die Quali nach der Quali sozusagen. Die Playoffs, sagen wir Playoffs. Als Dritter ist man in echt bei den Playoffs dabei. Ich weiß halt nicht, wie es hier ist. Ich hoffe es mal. Ich hätte mal gesagt, wäre eigentlich ganz nice, weil der Nervenkitzel halt wirklich komplett am Start ist, wenn wir wirklich noch Playoffs spielen müssen. Aber ja, wir müssen mal schauen. Ich hoffe natürlich, wir schaffen so, Alter. Weil stell mal vor, Alter. Wir verkacken irgendwie die Playoffs oder so. Das wird dann absolute Krise, Alter. Rashica, 7 Treffer bislang. Ist auch Maschine, der Typ, ne? Okay, jetzt geht's gegen Frankfurt. Danach geht es schon 2 Tage später wieder. Gegen, wen war's? Kiew, genau. Gegen Kiew. Wir können mal schauen. Ich glaube, wir werden hier mit Bestbesetzung spielen. Wir haben ja beide Spiele bislang gewonnen. Oder gegen Ajax? Ne, gegen Ajax haben wir verloren in der Champions League, ne? Oder? Wie haben wir gegen Ajax gespielt, Alter, letzte Folge? Ich hab's schon wieder vergessen. Ey, shit.
Nicht so geil. Nicht so baba. Ich weiß nicht mehr, wie viel wir gespielt haben. Mist. Egal, wir werden jetzt hier mit Bestbesetzung spielen gegen Frankfurt. Dann können wir lieber gegen Kiew vielleicht ein bisschen durchrotieren. Weil ich will hier weiterhin, wir haben 7 Spiele. Solange wir wirklich jedes Spiel gewinnen, werden wir weiter mit der Bestbesetzung spielen. Weil ich will diese Strähne von 7 Siegen in Folgen jetzt weiterführen, Alter. Komm, und das muss gegen Frankfurt weitergehen. Es geht weiter, Alter. Und wie? 4-0 gewonnen, Mbappé Doppelpack, Jovic Doppelpack, Alter. Die beiden treffen auch, wie sie wollen, ja, ohne Witz. Mbappé jetzt, glaube ich, mit 9 Treffern nach 8 Spielen. Jovic, keine Ahnung, müsste aber bestimmt auch safe 5 oder 6 haben. Ne, wir haben beide Spiele sogar gewonnen. Aber doch gegen Ajax gewonnen. Aber gut, ich wusste es nicht mehr. Nice. Boss, es gab schon so viele Gelegenheiten. Ich bekomme meine Chance einfach nicht. Ja, Bruder, Tonali, es läuft gerade einfach zu gut. Du wirst jetzt deine Chance bekommen. Wir werden jetzt hier nämlich gegen Kiew. Ja, können wir ein bisschen riskieren, werden wir mit der B11 spielen. Deswegen werden jetzt mal die Spieler, die bislang noch gar nicht, wir haben nicht einmal mit der BF bislang gespielt, wir haben immer mit der Bestbesetzung gespielt, aber die haben auch irgendwie alle gute Ausdauer, so, das ist eigentlich nicht schlecht, Alter, die haben barbarmäßige Ausdauer, oder auch nicht, Alter, jetzt, okay, jetzt nicht, ey, aber wir werden, oh, Sancho so auf 88, nice, wir werden, wie gesagt, jetzt hier mit der BF spielen, damit die hier auch mal ein bisschen Spielpraxis kriegen, so, lass mal kurz schauen, was noch ansteht. Kiew, Leipzig, danach steht dann das Spiel gegen Bayern schon an. Wird auch kritisch. Und danach dann auch schon wieder Derby und dann schon wieder Länderspielpause. Es geht hier Schlag auf Schlag, Leute. Aber wirklich Schlag auf Schlag geht's hier. Gegen Bayern wird's kritisch, Alter. Gegen Bayern wird wirklich kritisch. Müssen wir mal schauen, ey. Pokal, vor allem erste Runde Pokal, weißt du, das ist echt bitter, Mann. Oder zweite Runde, erste Runde sind wir halt nicht dabei. Deswegen für uns quasi die zweite Runde. Bayern 2 ist sogar auch noch dabei. Davon träume ich ja mal immer so, Leute. In der Bayern-Karriere. Bayern in der zweiten Runde. Wenn Bayern vielleicht weiterkommt, Bayern 2 in der zweiten Runde, dann Bayern gegen Bayern 2. Ey, das wär's doch mal. Das wäre Baba. Würde ich feiern, ey. Ob es das schon mal gab im Pokal, Bayern gegen Bayern 2 oder irgendwelche anderen Teams, Stuttgart gegen Stuttgart 2 oder so. Es haben ja einige Mannschaften, die zweite Mannschaft. Obwohl das Problem ist, viele zweite Mannschaften der Bundesligisten spielen gar nicht mehr in der dritten Liga. Früher waren ja fast so gefühlt alle in der dritten Liga. Werder Bremen 2, was weiß ich, wer noch alles dabei war. Jetzt ist Bayern ja mal wieder aufgestiegen nach langer Zeit. Und es sind kaum noch zweite Mannschaften von den Erstligisten dabei. Deswegen gibt es da kaum eine Chance. Na gut, wir gucken mal ganz kurz, wer fehlt hier. Greenwood, stimmt. Wie lange im Sommer? Ne, der war 4 Wochen. Ne, 4 Monate. 4 Wochen. 4 Monate war der verletzt. Der wird noch ein bisschen fehlen, leider. Das ist die B11. Akanji spielt, der spielt halt auch in der A11 immer, deswegen packen wir den mal raus. Wo ist der denn? Hier, Saliba. Genau, Saliba soll ein bisschen Spielpraxis kriegen. Zagadou ist hochgegangen auf 83. Und Menezes, komm, 5 Stellen Schwachfuß. Hat sich verdient, Alter, kriegt ja auch die Spielpraxis. An Torhüter müssen wir vielleicht noch schauen, dass wir vielleicht doch noch einen zweiten Keeper holen, weil... stell mal vor, Birki verletzt sich, dann haben wir nur einen 67er Torwart, ey, das ist natürlich jetzt auch nicht so geil. Also wäre schon ganz... Junge, schon wieder fragen die. Ey, die haben jetzt in 4 Pressekonferenzen hintereinander nach Kubo gefragt und ich gebe jedes Mal dieselbe Antwort. Ich check's nicht. Wenigstens mal nach einem anderen Spieler gefragt. Warum fragen die nur nach Spielern, Alter? Das regt mich richtig auf. Junge. Dadurch wird unsere Teammoral halt nicht besser. Das ist das Problem. Er regt mich echt komplett auf. Wir haben ein Top-Team. Wir spielen sehr gut. Das ist alles denkbar. Machen wir mal das hier. Das ist alles denkbar. Ja, Moral ist glücklich. Wenigstens... Aber noch nie, wir waren noch nie auf sehr glücklich, weil wir halt durchgehend so viele Fragen zu den Spielern bekommen. Und ihr wisst es ja, wenn wir die ganze Zeit Spielerfragen kriegen, dann wird die Moral nicht besser. Das ist halt das Problem. Aber naja, kann man leider nichts dran ändern. So ist es halt. So ist das Ganze halt, ne? Machst du nichts, Alter. Machst du eiskalt. Gar nichts. So, ab geht's gegen Dynamo Kiew. Oh, die haben sogar 3 Punkte. Die haben, gegen Beşiktaş gewonnen. Krass. Was ist mit Beşiktaş los, Alter? Bislang 0 Punkte spielen jetzt gegen Ajax. Boah, da muss Beşiktaş jetzt aber eigentlich mal punkten, weil sonst... wird's kritisch. Sonst wird sehr, 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 sehr kritisch für Beşiktaş. 2-0 gegen die sogar verloren, Alter, krass. Gegen Ajax hat Dynamo Kiew aber auch 3-0 verloren. Na gut, weiter geht's. Wir haben, glaube ich, bislang, wie viele Spiele in der Bundesliga? 8. Und jetzt in der Champions League, scheiße, 2. Also wir hatten, glaube ich, 10 Spiele lang jedes Spiel gewonnen. Und jetzt wurde unsere Serie leider gebrochen von Dynamo Kiew. Mist, Alter, Solle 1-0, Shabanov mit der glattroten Karte. Digga, die waren ein Mann weniger, da muss man wenigstens einen Unentschieden rausholen. Tonali mit dem 1-1 und Verbic mit dem 2-1. Also 80 Minuten in Unterzahl. Und dann noch zu verlieren? Ich meine, war ein Auswärtsspiel, aber ey, Unentschieden. Pff,
muss man das schon wenigstens rausholen. Ey, warum ist Werder Bremen so stark? Ey? Die haben auch einfach 20 Punkte. Wir haben einfach jedes Spiel bislang gewonnen und Bremen ist einfach nur 4 Punkte hinter uns. Junge, richtig krass, Mann. Ich dachte eigentlich, Schalke hält gut mit, aber Schalke ist ein bisschen abgestarrt. Heftig, Alter, Werder, ne? Richtig krass, Mann. Spielen wir gegen die? Mal schauen, Alter. Krank, Alter. Nur 4 Punkte hinter uns. Das ist nicht schlecht, Alter. Werder, hier erst. So, haben wir noch ein bisschen Zeit. Noch ein bisschen Zeit. Und dann schon wieder. Das war's von der heutigen Folge, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir mal gerne ein Like da, lasst mir mal gerne ein Abo. Falls ihr noch nicht abonniert habt, gerne kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren, Tisch einschalten, macht die 1 Milliarde Likes, gleich wisst Bescheid. Checkt nochmal gerne meinen Shop aus, Leute. Nice Design, schwarz-weiß als T-Shirt, Pullover gibt's in Rot, gibt's in Grün, gibt's in Blau und in Orange, Leute, in den 4 Farben. Die neuen Designs gibt's in den 4 Farben. Alte Designs natürlich auch in diesen 4 Farben. Ja, Kissen, Tassen, Torbeutel, nice. LED-Lampe haben wir noch am Start. Handy gibt's auch noch, Leute. Orange, Blau, Rot und Grün und gratis Autogrammkarte gibt es auch noch zur Bestellung dazu. Also, wer Lust hat, kann es mal gerne abchecken. Mbappé mit 9 Treffern aus 8 Spielen. Kann man machen, ne? Das war's dann, Leute. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder gegen Leipzig. Wird wahrscheinlich auch nicht so leicht, aber mal gucken. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ich hoffe, ihr seid am Start oder rein und ciao.